武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück hier in meinem Kanal. Heute zeige ich euch nochmal ein bisschen abgewandelte Form von dem God Key, was ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Der Unterschied hier ist, ich habe jetzt mal den roten Goku rausgepackt und dafür den Angry Goku rein. Das hat zwei Vorteile. Ich habe nämlich letztes Mal gar nicht bedacht, dass der God Vegeta ja gar keinen Buff von dem roten Goku bekommt. Das ist das eine. Und zum anderen finde ich, dass der Vegetto halt stark nachgelassen hat bei mir. Dementsprechend kann ich den hiermit nochmal stark pushen. Der Lila Vegeta profitiert auch noch von ihm und kriegt auch nochmal einen Damage-Buff, genauso wie der Rose. Der Rose übrigens bufft in dem Fall auch den God Vegeta nicht. Könnt ihr alternativ mit dem Super Saiyajin Blue Vegeta ersetzen oder ihr packt den Super Saiyajin 3 auf Zenkai 7 rein, der würde dann nochmal den Lila Vegeta buffen, der auch ganz wichtig hier drin ist, weil ich habe nämlich letztes Mal ganz vergessen zu erwähnen, dieser Vegeta synergiert extrem gut mit dem God Vegeta. Na, ein bisschen blöd verkabelt. Also. Und die passive Fähigkeit von ihm ist halt extrem wichtig dafür. Und zwar, bei Rückkehr in den Bereitschaftsmodus treten folgende Effekte in Kraft. Bei drei Karten, eigenen Karten oder weniger, eine Karte zufällig ziehen, 20 Ki generieren. Das heißt, wenn ich von dem hier mit drei Karten oder weniger in den God Vegeta wechsle, kriege ich nicht nur 40 Ki wieder, sondern ziehe auch direkt zwei Karten nach. Das ist halt der krasse Vorteil bei dem. Außerdem gibt er natürlich schöne Buffs auf sein Team. Das ist auch sehr gut. Zu den Ausrüstungen, da habe ich eigentlich seit letztem Mal nicht viel verändert. Ja, der Angry Goku braucht keine Ausrüstung, der Rest ist ziemlich auf Angriff ausgerüstet. Der Lila Vegeta, weil er halt nicht so beständig ist, kriegt nochmal ein bisschen HP. Den Rose lasse ich auch lieber drin, weil es kann schon mal vorkommen, dass doch mal so ein Spinner auf die Idee kommt, ein rotes Team zu spielen. Dann habe ich noch eine Alternative für den gelben Vegeta. Außerdem nochmal alternativ auch, wenn ich mal gegen Android spiele. Wobei, mit dem Trio hatte ich auch schon da großen Erfolg. Ich würde sagen, nicht mehr viel weiterreden. Gehen wir ins PvP. So, unser erster Gegner ist Please No Rage. Er spielt Zornfamilie? Nee, God Key? Zornfamilie God Key? Keine Ahnung, irgendwas komisches. Übrigens hat sich meine Videoqualität jetzt auch verändert, weil das Programm, was ich habe, kam wohl nicht mit dem Samsung Galaxy FE klar, weil da die Auflösung anders ist oder keine Ahnung. Und das habe ich umgestellt mit einem manuellen Batchcode und jetzt geht's. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, aber auch gut. So, jetzt kriegen wir erhöhte Kartenzielgeschwindigkeit. Alter, den interessiert das gar nicht, ob ich danach was machen könnte. Der ballert einfach weiter drauf. Vor allem, wie viel Ki hat der Penner? Unglaublich. Vor allem, der hat voll das Random-Team und trotzdem... Falls er jetzt in den Ultra-Instinct wechseln will. So schnell. Ihr müsst aufpassen, der reagiert nämlich nicht immer so gut. Wow. Das nenne ich mal einen Damage-Buff. Nope. Kein feine Kamehameha für dich. Ja, okay, mach Rising Rush auf ihn, ist mir egal. Spezialangriff hat er gerade eingesetzt. Ja, Schlagangriff hätte ich jetzt auch getippt. Oder Blast. Jetzt mal das Blast. Na, grüne Karte, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wobei, ja, stimmt, die hat er auch nicht eingesetzt. Aber ihr merkt auch, der spielt nicht besonders gut.
Nein, was mache ich denn? Okay, er hat es trotzdem verkackt. Halt sofort. Ja, dachte ich mir. Das war's für dich. Und tschüss. Er sagt, please no rage, und greift mich ununterbrochen an, ohne irgendwie Sinn und Verstand mal zu haben. Und okay, okay, please no rage. Springen wir zum nächsten. So, unser nächster Gegner ist Najim MH. Ich habe das den letzten Kampf mal einfach rausgeschnitten, weil ja, das war ein Color-Counter-Team und ich hatte keine Schnitte. Ich konnte kein Damage machen. Der hat mich zerstört, Alter. Ohne Witz. Das ist eigentlich schon wieder lächerlich gewesen. Ich finde diese Color-Counter-Teams, also überhaupt diese Zenkai-Fokussierung auf irgendwelche Farben, macht das ganze Spiel kaputt, weil es ist einfach viel zu hoher Damage dabei. Dazu noch der Charge-Step, der halt zu viel Ki generiert, zu lange Kombos erzeugt. Also ich finde, die machen das Spiel echt damit kaputt. Das ist echt schade. Sie werden dann zwei Karten von ihm zerstören. So langsam. Das tat weh. Macht der, weicht der aus? Ah. Fuck. Ah, da kann ich nichts mehr machen. Da müsst ihr immer aufpassen. Ihr dürft nicht in Vegeta wechseln bei sowas. Because er ignoriert ja diesen Damage Cut. Cool. Ich würde sagen, das sieht echt schlecht aus für dich, Bro. Ja, eigentlich kann er jetzt aufgeben. Aber ich bin erstaunt, dass der bei ihm so viel tankt. Tschüss. Ist ein cooles Bild, oder? Ja, leider nicht viele Punkte dafür bekommen. Ich hasse es auch, dass sie immer noch keine Löschfunktion für die Abenteuer gemacht haben. Bringen wir zum nächsten. So, unser letzter Gegner für heute ist Jan Mich, keine Ahnung. Ja, hier werden wir wahrscheinlich den Vegeta nicht mitnehmen können, weil der hat alles auf Rot gelegt, so wie es aussieht. Der vielleicht irgendwie Rot, Rot, Grün. Wobei, das ist ein Showcase für das Trio, machen wir das Trio. Sollte ich verlieren, dann ist es halt so. Okay. Ah, ich habe mit gerechnet eigentlich schon fast. Let's go.
Der hat jetzt nur einfach eiskalt nicht reagiert. Oh, das wird wehtun. Und stumpf draufkloppen. Ja, das hat's ja schon immer gebracht. Sidestep, wer braucht das? Happy Birthday. Ist immer schwer vorauszuraten, was die auf der Hand haben will, weil seine Karten wurden ja geändert. Schlag. Ah, cool. Er hatte nur Blast-Karten. Er hat dazu gelernt. Alter, ich hab... Was ist das denn bitte, ja? Das war jetzt echt lächerlich gerade. Das? Okay, jetzt wird's spannend. Okay, er hat verloren. Das gönne ich ihn aber noch für diesen Bitch-Move von vorhin. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Kommentieren ist immer wichtig. Die Glocke aktivieren und lasst das Video bis zum Ende laufen. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Support und dass ihr zuschaut. Und sage bis zum nächsten Mal.